Ja, hallo, da ist die Anja Ritter. Ich bin Moderatorin beim BIFO. BIFO, das ist das Institut für Beratung für Bildung und Beruf. Und ich freue mich heute sehr, dass wir einen Gast da haben, und zwar die Michaela Platte aus Hannover oder zumindest aus der Nähe von Hannover. Hallo, Michaela. Hallo Anja, vielen Dank für die Einladung. Ja, danke, schön, dass du da bist. Und du bist zu einem besonderen Thema da. Du hast nämlich ganz einen besonderen Beruf und den möchte man heute kurz vorstellen und ein bisschen Einblick kriegen, was du so machst. Du bist virtuelle Assistentin. Genau. Genau, das kennen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen wahrscheinlich noch nicht. Bitte erzähl ganz kurz, was das so ist. Ja, im Grunde ist das ganz leicht erklärt. Assistenz, den Begriff kennt man aus dem Geschäftsleben. Und durch die technischen Möglichkeiten heutzutage ist es im Prinzip egal, ob man im Büro sitzt oder vor Ort oder woanders. Und ich sitze bei mir zu Hause. Ich bin selbstständig als virtuelle Assistentin. Ich unterstütze also remote oder online oder wie immer man das nennen will, digital. Ja, das ist, ich mache die ganzen Tätigkeiten, die eine Assistenz übernimmt, und das mache ich dann in Selbstständigkeit von mir zu Hause aus und unterstütze Unternehmerinnen und Unternehmer. Okay, danke. Wie kommst jetzt du zu so einem Beruf? Was ist so dein persönlicher Zugang dazu? Und vielleicht magst du ganz kurz was zu dir erzählen, was so dein Werdegang ist und dein persönlicher Zugang zu diesem Beruf. Ja, ich habe mal fremdsprachliche Direktionsassistentin gelernt. Ungefähr das gleiche wie Europasekretärin. Da kann man sich vielleicht eher was drunter vorstellen. Ich habe jahrelang in dem Bereich gearbeitet und ich bin Assistentin mit Leib und Seele. Ich liebe es, meine Chefs beziehungsweise jetzt meine Kunden zu unterstützen und ihnen Mehrwert zu geben, so dass meine Kunden sich dann auf ihre Kernthemen fokussieren können und ihr Geschäft weiterentwickeln können. Und ich unterstütze halt im Tagesgeschäft mit Administration und Organisation in allem, was dazugehört. Das macht mir viel Spaß und das ist sehr abwechslungsreich. Ja, und wie ich dazu gekommen bin, war eigentlich, dass ich in einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet habe, in dem halt viel Bewegung war. Und irgendwann war es absehbar, dass da die nächste Restrukturierung kommt. Und als ich auf den Begriff virtuelle Assistentin gestoßen bin, habe ich gedacht, das ist doch eigentlich genau das, was ich machen möchte. Da bin ich flexibel, ich bin mein eigener Boss und bin verantwortlich für mich und mein Unternehmen. Ja, und seit letztem Jahr, Oktober, bin ich in Vollzeit selbstständig. Und es macht mir viel Spaß. Wie immer ist auch hier der Begriff selbst und ständig ein Thema. Aber wie gesagt, es macht mir viel Spaß. Und wie kommt man jetzt zu so einem Beruf? Was ist da so ein Werdegang, beziehungsweise was für Ausbildung macht man da? Was muss man da lernen? Im Grunde ist der Begriff virtuelle Assistenz relativ weit gefasst. Ich bin im administrativen Bereich zuständig. Es gibt aber auch virtuelle Assistenten, die sind im kreativen Bereich oder im technischen Bereich. Also jetzt Grafikdesign oder alles, was mit Webseiten zu tun hat. Und je nachdem, was für eine Ausbildung man gemacht hat, sei es jetzt eine kaufmännische oder eine künstlerische Ausbildung oder im technischen Bereich, hat man halt die entsprechenden Voraussetzungen, um sich mit diesen Kenntnissen selbstständig zu machen. Also es geht jetzt nicht nur um Korrespondenz oder Reiseplanung,
sondern es geht halt auch Grafikdesign zum Beispiel oder wie schon gesagt Website-Erstellung oder Unterstützung im technischen Bereich. Und dafür kann man eine ganz normale Ausbildung gemacht haben oder man interessiert sich ganz einfach für das Thema und arbeitet sich selbstständig in das Thema ein, sodass man sich halt Kenntnisse erarbeitet, mit denen man dann seine Kunden unterstützen kann. Und hast du da spezielle Kenntnisse? Hast du einen speziellen Schwerpunkt? Also mein Schwerpunkt liegt auf Administration und Organisation. Ich mache sehr gern Präsentationen. Ich recherchiere Reiseplanung, Terminplanung. Das ist das, was ich so mache und mit dem ich im Tagesgeschäft meine Kunden unterstütze. Ich habe auch einen Kunden, wo ich im Bereich Arbeitssicherheit unterstütze. Da dokumentiere ich, da erstelle ich mit den Kunden Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsanweisungen. Ja, dann habe ich noch einen Kunden, wo ich Posts erstelle für Instagram und dazu die Grafiken. Texte lasse ich mir meistens liefern, beziehungsweise schreibe in Stichworten vor. Je nachdem, manche Kunden, die wollen ganz genau selber die Texte schreiben, andere Kunden sagen, mach mir einen Vorschlag und dann verbessern sie das halt, wie sie wollen. Das ist ganz unterschiedlich. Und ja, also ich habe einen bunten Strauß eigentlich an Tätigkeiten, alles rund um Administration und Organisation. Und du hast jetzt gesagt, man kann verschiedene Ausbildungen machen, eine Grundausbildung. Hast du da eine spezielle Grundausbildung, eine kaufmännische Ausbildung oder was hast du da für eine Basisausbildung? Ja, im Grunde habe ich eine kaufmännische Ausbildung als ja schon Assistentin der Geschäftsführung. Das war eine, auf einer Privatschule war ich da, aber man kann genauso gut in einem Betrieb eine Ausbildung machen im kaufmännischen Bereich, sei es jetzt Groß- und Außenhandel oder Industriekaufmann, Kauffrau, also alles, was so im kaufmännischen Bereich ist. Und dann kann oder sollte man immer, gerade heutzutage auf der technischen Seite, jetzt eine gewisse Affinität haben, was sich mit Bürosoftware zum Beispiel tut, Outlook, also ich nutze die Office-Programme sehr gerne und da muss man natürlich auch immer auf dem Laufenden bleiben. Aber eine Grundausbildung in dem, was ich mache, wäre jetzt eine kaufmännische Ausbildung. Ne? Sei es jetzt im Betrieb oder man geht auf eine Privatschule oder ja, was es an verschiedenen Möglichkeiten gibt. Wie schaut denn bei dir so ein normaler Arbeitstag aus? Ja, dadurch, dass ich mehrere Kunden habe, mit denen ich langfristig zusammenarbeite, das ist das Schöne für mich, dass ich nicht nur für Projekte engagiert werde, sondern dass die Zusammenarbeit langfristig ist. Ja, habe ich ganz unterschiedlichen Tagesablauf. Also ich stehe gerne früh auf, weil ich morgens dann am fittesten bin. Manche, die arbeiten abends besser, aber das kommt auf den Biorhythmus an. Ja, und was ich als erstes mache, sind dann morgens die wichtigen Aufgaben, die ich mir am Vorabend, idealerweise, klappt nicht immer, vorgenommen habe. Aber so weiß ich dann, mit was ich in den Tag starte und muss nicht erst mal morgens überlegen, was mache ich denn jetzt am besten, sondern das arbeite ich ab. Und dann je nach Wochentag, also ich habe an zwei Tagen, habe ich regelmäßig Kundentermine, die auch für mich sehr wichtig sind, wo dann die Aufgaben besprochen werden, die ich für meine Kunden erledige, wo ich Feedback bekomme oder wo ich Feedback gebe, wenn ich sage, pass mal auf, hier habe ich gesehen, da könnte man dies oder jenes besser machen. Und ja, zwischen diesen Terminen, da arbeite ich dann die Aufgaben ab, die meine Kunden mir stellen. Und ja, dann
muss ich natürlich auch noch an meinem eigenen Unternehmen arbeiten. Es gehört ja dazu, dass man sichtbar ist und in den verschiedenen Social Media sich auf den Plattformen tummelt. Und da nehme ich mir dann auch immer Zeit. Da muss ich mir dann immer einen Wecker stellen, weil sonst ist so eine Stunde mal ganz schnell vergangen. Und hinterher wundert man sich dann, wo die Zeit geblieben ist. Deswegen nutze ich meistens so die Pomodoro-Technik. Ich denke mal, die kennst du auch. Mhm. Und versuche mich dran zu halten. Also es gibt ja ganz viele Möglichkeiten und Zeitmanagement-Methoden. Und letztendlich muss man dann für sich selber herausfinden, womit man am besten zurechtkommt. Mhm. Also ja. Alles in allem bist du sehr gut organisiert. Das klingt auf allen Ebenen durch. Ja, es gibt immer noch Optimierungsbedarf, aber so langsam, denke ich, habe ich meine Struktur gefunden. Und das ist mir auch sehr wichtig, ja. Mhm. Wenn man jetzt da einsteigt, was kann man da so verdienstmäßig, mit was kann man da rechnen? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Es kommt natürlich darauf an, welche Kenntnisse hat man, in welchem Bereich steigt man ein. Wenn man jetzt im technischen Bereich ist, dann sind die Verdienstmöglichkeiten natürlich größer als im normalen Assistenzbereich. Es kommt auch darauf an, macht man das nebenberuflich oder hauptberuflich. So eine Anhaltsgröße ist, dass man eigentlich nicht unter 30 Euro pro Stunde gehen sollte, weil sonst kann man nicht davon leben. Man muss ja rechnen, dass man nicht an jedem Tag abrechenbare Stunden hat und man hat vielleicht nicht jeden Tag 8 abrechenbare Stunden, so dass man sich ausrechnen kann, wie viele Stunden kann ich abrechnen und wie viel Geld brauche ich zum Leben? Aber wie gesagt, 30 Euro ist eigentlich der Mindestsatz, den man nehmen sollte. Zumindest in Deutschland. Es gibt auch viele virtuelle Assistenten, die in Osteuropa oder auf den Philippinen arbeiten. Die werden von manchen Agenturen dann für ganz wenig Geld angeboten. Die haben natürlich auch eine andere Lebenshaltungskosten, ist klar. Aber wenn ich jetzt hier für die Dachregion spreche, dann sollte man, wie gesagt, nicht unter 30 Euro gehen. Und 30 Euro, das sind natürlich brutto. Normalerweise sprechen wir von netto wirklich. Von Unternehmer zu Unternehmer ist dann noch unterschiedlich. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr auch so eine Kleinunternehmerregelung habt. Also wenn man, in Deutschland ist es so, man darf 22.000 Euro im Jahr verdienen. Und wenn man unterhalb ist, dann ist das eine Kleinunternehmerregelung. Und dann ist das, fallen keine Steuern an auf den Stundensatz. Alles, was drüber ist, da ist dann, muss dann die Steuer abgerechnet werden. Ich weiß nicht, ob es bei euch da auch sowas gibt. Ich denke, das ist ähnlich, ja. Mhm. Wenn du so drüber nachdenkst, über deinen Beruf, was sind so die besonderen Sonnenseiten, die Highlights an deinem Beruf und deiner Selbstständigkeit und was siehst du vielleicht auch als Schattenseiten oder große Herausforderungen? Also das große Highlight ist eigentlich die Flexibilität. Ich kann arbeiten, wo ich will. Also ich muss jetzt nicht bei mir zu Hause sein, sondern ich kann entweder in Coworking Office gehen, ins Café. Ich kann mich an den Strand setzen. Das ist ja so das Klischee, ne? dass man als Freelancer am Strand sitzt und von dort arbeitet. Soweit will ich es jetzt nicht treiben, aber man hat halt wirklich die Flexibilität, seinen Computer mitzunehmen und zu arbeiten. Ich bin mein eigener Boss, also ich habe es in der Hand, was ich aus meinem Geschäft mache.
in welchem Tempo ich vorwärts gehe. Manche bringen ihr Geschäft ganz schnell zum Laufen, andere brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und das finde ich eigentlich auch sehr schön, dass jedem das selber überlassen bleibt. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, die vielleicht ein bisschen eine Herausforderung ist, weil man Einzelkämpfer ist und allein in seinem Kämmerlein sitzt. Aber da kommen dann die verschiedenen Facebook-Gruppen oder das Netzwerk ins Spiel, was sehr hilfreich ist. Und was habe ich noch? Ja, die Vereinbarkeit auch. Familie, Beruf ist wesentlich einfacher, wenn ich bedenke, dass ich vielleicht jeden Tag ins Büro gehen müsste und dann ist mein Kind krank, dann habe ich schon wieder ein Problem. Und so bin ich zu Hause, kann mich ums Kind kümmern und trotzdem noch einigermaßen arbeiten. Ja. Oder die Handwerker kommen, ich muss mir keinen Tag frei nehmen. Und eine Herausforderung ist vielleicht auch noch die finanzielle Unsicherheit. Ich weiß nie am Monatsende, was habe ich verdient. Damit muss man auch zurechtkommen. Gerade das war für mich zu Anfang ein bisschen schwierig, der Übergang vom Angestelltensein zum Unternehmersein. Dass es gute Tage gibt, es gibt schlechte Tage. Und damit muss man halt sich arrangieren. Ne? Das muss man wissen und versuchen, damit umzugehen. Mhm. Danke. Sehr spannend und es klingt nach einem sehr modernen Beruf. Neu, modern und sehr angepasst, gerade an die Zeit, die wir gerade hinter uns gehabt haben mit Homeoffice und so weiter. Du arbeitest in dem Fall eigentlich die ganze Zeit im Homeoffice. Das ist richtig, genau. Also ich hatte kein Problem, mich umzustellen, weil ich ja sowieso von zu Hause aus arbeite. Und ich kann verstehen, dass manche Probleme damit haben, plötzlich nicht mehr die Arbeitskollegen um sich herum zu haben und allein auf sich gestellt zu sein. Aber manche Firmen, die lösen das ja ganz toll, indem sie zum Beispiel virtuelle Kaffees machen, sich dann halt wöchentlich einmal zu einer Runde treffen, wo man sich austauscht. Und das alles funktioniert halt nur aufgrund der technischen Möglichkeiten, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Die Digitalisierung hat jetzt einen extremen Schub bekommen durch Corona. Plötzlich mussten alle mehr oder weniger digital arbeiten, von zu Hause auch arbeiten. Und siehe da, es funktioniert. Mhm. Bist du auch schon richtig gleich am Ball, oder? Ja. Ja, danke dir vielmals für das spannende Gespräch. Wenn jetzt jemand Interesse hat, sich da zu informieren, wo findet man dich im Internet? Ich habe eine eigene Webseite, die ist eigentlich ganz einfach, www.michaelaplatte.de. Ein Wort. Und ja, da findet man alles über mich. Und wer mich kontaktieren möchte, der kann das gerne über die Kontaktseite machen, findet dort meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse und der kann mich gerne anrufen. Gut, dann danke dir vielmals, wünsche dir noch einen schönen Tag und alles Gute für die weitere berufliche Zukunft. Ich danke dir auch für das Gespräch, Anja. Tschüss.